So, in diesem kurzen Video geht es um die Ladung und Entladung von Induktivitäten. Hier kurze Bemerkung vorweg, ich baue das Ganze auf dual zu Ladung und Entladung von Caps, sodass man viele Parallelen ziehen kann. Das führt an einer oder zwei Stellen vielleicht zu etwas Abweichung von der üblichen Literatur. So, wir greifen uns zunächst ein einfaches Schaltbild raus. Wie jeder sofort sehen kann, ist das so alleine nicht lebensfähig, wenn hier eigentlich nicht schon Energie auf der Spule drauf gewesen ist. Wir gehen trotzdem mal rein und berechnen das ganze Ding hier, definieren noch den Strom, sodass es auch super zu den Spannungspfeilen passt und finden dann aus der Masche natürlich UR ist gleich minus UL. Finden aus Ohm heraus natürlich, dass UR gleich I mal R ist und haben jetzt für die Induktivität die Gleichung, die hier vom Himmel fällt, die man sicherlich irgendwo später, wenn man sich mit Feldern und so weiter auseinandersetzt, herleiten könnte. UL gleich L mal die Ableitung des Stromes mit der Zeit. So. Es liegt im Prinzip fast das gleiche Problem vor wie bei dem Kondensator, dass wir hier nämlich zu viele Unbekannte haben, aber wir haben hier die ganzen Zusammenhänge noch. Wir finden nämlich vor allen Dingen den Zusammenhang hier zum Strom und über diese Masche und den Strom hier, da und da können wir sofort sagen, dass UL gleich minus I mal R ist oder in Kleinbuchstaben, wie werde ich es später ausdrücken, so dass wir hier einsetzen können, minus I mal R ist gleich L mal DI nach DT und damit haben wir auch schon die DGL für die Induktivität. Okay, wie lösen wir sie? Ich weiß, dass man die hier auch lösen kann über einen analytischen Ansatz. Ich mache es hier trotzdem mal mit einem Ansatz raten. Und das, was ich hier rate, ist, dass I von T gleich irgendein I0 mal E hoch Alpha T ist. Damit ist die Ableitung DI nach DT gleich Alpha mal I0 mal E hoch Alpha T. Und ich setze alles das hier ein, sodass wir haben minus I0 mal E hoch Alpha T ist gleich L mal Alpha mal I0 mal E hoch Alpha T und fange an zu kürzen. Ich gehe davon aus, dass I0 nicht 0 ist, sonst macht das Ganze hier eh keinen Sinn. Dann kann ich die beiden gegeneinander rausstreichen und das hier rausstreichen und darf natürlich nicht das R hier vergessen, da das dann auch reinkommt. Wer das vermisst hat, jetzt ist es da. Okay, so dass hier stehen bleibt, minus R gleich L mal Alpha oder natürlich Alpha, und das ist das Einzige, was ich bestimmen kann, minus R durch L, woraus wir jetzt die Lösung finden, I von T ist gleich irgendein I0, das wir noch nicht kennen, mal E hoch minus R durch L mal T. So, das wäre die Lösung. Okay, so, wenn wir die jetzt haben, können wir uns zunächst nochmal das Alpha angucken. Ich schaue mir einfach mal L durch R an. Das hat die Dimension einer Zeit. Denn L ist ja in Henry angegeben, was Voltsekunde pro Ampere ist. Und wenn ich das hier jetzt mal geteilt durch Volt pro Ampere mache, dann folgt daraus einfach nur noch diese Sekunde. Damit kann ich L durch R als Tau abkürzen. Ist auch gleich 1 durch Alpha. Das ist die Ladezeitkonstante an dieser Stelle. So, wie ich schon sagte, das Schaltbild selber ist so nicht lebensfähig.
wir müssen es anders noch mit einer Anregung versehen. Das machen wir hier mal, indem wir hier die Anregung, und zwar völlig dual zu dem, was wir in der für den Kondensator gemacht haben, hier jetzt mit einer Stromquelle versehen. Ich weiß, in der Literatur wird das Ganze sehr gerne mit einer Spannungsquelle gemacht. Ich mache es jetzt so. So, man achte hier nochmal auf das Vorzeichen. Ich habe hier das IR andersrum jetzt reingehen lassen. Ich habe das IL hier. Das kann man auch noch. Ja. So, schreiben wir unten drunter. Dann sieht es schöner aus. So. Was wissen wir an dieser Stelle oder wovon kann man ausgehen bei den Anfangsbedingungen? Nun, wir wissen zunächst mal, dass der Strom nicht springen kann. Also IL von T gleich 0 muss 0 sein. Der Strom ist stetig. Und damit ist IR, ich kann auch das mal in Kleinbuchstaben machen, das ist schöner. IR von T gleich 0 gleich IQ. Okay, wir wissen zudem, dass IL von T gleich unendlich den kompletten Strom erfassen muss, was schlichtweg daran liegt, dass nach langer Zeit ja, die Induktivität einfach nur ein Draht ist. Damit ist aber auch IR von T gleich 0, gleich 0, und damit ist UL gleich UR in diesem Fall gleich 0. So, wir beginnen mal mit der Anfangsbedingung und nehmen hier den Strom, der hier nicht nur der aus der Spule war, sondern durch die Spule war, sondern auch der am Kondensator, nämlich genau diesen Ansatz hier, als IR und setzen hier einfach an, IQ ist gleich I0 mal E hoch minus 0, sodass wir dann hier bekommen, IQ ist gleich I0. Damit ist IR bestimmt. Was wir aber brauchen, IR von T ist nämlich jetzt gleich IQ mal E hoch minus R durch L mal T. Was wir aber eigentlich ja haben wollten, war IL von T, was ja ist IQ minus IR von T. Und das ist hier gleich mit ausgeklammertem IQ gleich 1 minus E hoch minus R durch L mal T. Und wir können im Prinzip aus dem hier gleich UL gleich UR bestimmen, gleich IQ mal R mal E hoch minus R durch L mal T, so dass wir hier die Ladekurve gefunden haben für die Induktivität. Okay, wie sieht die aus? Da passt sie nicht mehr hin. Ja. So, ein bisschen größer vielleicht noch. So. So, dass wir hier finden die abfallende Spannung in Blau. Wiederum mit dem der gleichen komischen Eigenschaft, die wir schon vorher hatten, nämlich dass hier, wenn wir hier eine Gerade durchziehen, wir genau an dem Punkt mit einem Tau rauskommen. Ich schreibe hier mal Tangente ran, auch wenn die nicht so schön aussah. Was liegt hier vor? Nach wie vor, vielleicht müssen wir das noch angeben, ein IQ gleich 10 Ampere, was mit einem R gleich einem Ohm diesen 10 Volt hier führt und was mit diesem Tau, das ich hier jetzt mal gefunden habe,
zu einem L gleich einem Millihenry führt. Das ist allerdings hier eigentlich so ein bisschen gemogelt gewesen. Also hier finden wir dasselbe nochmal mit der Tangente. Ich muss hier etwas anders zeichnen. Da auch hier die Tangente, die genau hier bei Tau trifft, so wie auch hier. Okay. So, damit ist die Ladekurve erledigt. Wie gehen wir vor bei der Entladung? Auch hier nehme ich mir wieder ein duales Ersatzschaltbild. Ja, einfach ein Ersatzschaltbild, das dann dual zum Kondensator ist. Ersatzschaltbild. Der geladenen Induktivität. Sieht zunächst ein bisschen ungewöhnlich aus. Diese Stromquelle hier beschreibt letztlich die Energie oder ist mit einmal auf der Induktivität, also der Strom, der dadurch fließt. Das Ganze hängt jetzt hier frei in der Luft. Würde ich die Spule so frei in die Luft hängen, müsste der Strom hier gleich durchgetrieben werden. Also IL' wäre gleich minus IL0, wann auch immer und wie auch immer das passiert. Das heißt, nach außen hin wäre der Strom 0, was natürlich, wenn das frei in der Luft hängen würde, auch wirklich so wäre. So, an der Stelle passt das Ganze schon mal. Das ist aber nicht das, was ich eigentlich berechnen wollte, sondern was ich mir eigentlich anschauen wollte, war die Entladung von so einer Spule, wobei ich das Ganze natürlich auch wieder hier mit einem Widerstand versehe. Hier unten findet man nochmal das Ersatzschaltbild der geladenen Spule hier an dieser Stelle und jetzt darf auch tatsächlich ein Strom IL fließen, der hier rauskommt an der Stelle. So, wie sieht dieser Entladevorgang jetzt hier aus? Nun, wir haben hier die üblichen Verhältnisse und können das Ganze sofort betrachten, wie die Ladung, die wir vorher gesehen haben, bei der wir ja wussten, dass hier unser IL gleich IQ, das ist das IL0 mal 1 minus und so weiter ist. Das übertrage ich jetzt hier einfach mal an der Stelle und betrachte hier jetzt mein IL', das ist das, minus leider. Oder nicht leider, IL0 mal 1 minus E hoch minus R durch L mal T. Okay, damit finde ich auch IR gleich IL gleich, ich werte den Knoten hier unten aus, IL' plus IL0. Und habe im Prinzip fast das gleiche wie beim Kondensator auch. Deswegen ist es also ganz wunderbar zu lösen mit diesem Ansatz IL0 minus IL0, also das IL0 minus das da. Minus mal Minus macht Plus. IL0 mal E hoch minus R durch L mal T. Und wir finden hier dann natürlich sofort IL0 mal E hoch minus R durch L mal T für die Entladung hier. So. Und da stehen sie auch nochmal, die beiden. Okay, wie groß ist die Spannung an dieser Stelle? Können wir hier auch noch finden, wenn wir die brauchen. An der Stelle UL. UL ist gleich minus. UR ist gleich minus gleich minus IL0 mal R mal E hoch minus R durch L mal T. Und ich möchte auf zwei Sachen aufmerksam machen, nämlich zum einen hier wiederum ein Vorzeichenwechsel. Das heißt also, die Spannung wechselt das Vorzeichen an der Stelle. Und hier noch die Multiplikation mit dem Widerstand.
sodass man, wenn man jetzt diese Spule entladen würde, über einen sehr hochohmigen Widerstand, man hier auch eine hohe Spannung hinkriegen könnte. Kann zu hoher Spannung führen. Ist mal so ein Cliffhanger für für das nächste Video. Also dauert noch ein bisschen, bis wir uns das anschauen. Und jetzt schauen wir uns noch kurz die Entladekurven an. So. Und da sehen wir ganz klar hier an der Stelle, dass der Strom stetig ist. Dass er dann abfällt. Und wir sehen, dass die Spannung hier das den Vorzeichenwechsel hat. Da wir hier auch die Entladung über den gleichen Widerstand gemacht haben wie vorher, Ladung gleiches R, ist die Spannung hier genauso groß, wie sie vorher war. 10 minus 10 vom Betrag her allerdings nur. Spannungsbetrag wie bei Ladung. So, dann wünsche ich viel Spaß mit dem neu erworbenen Wissen und verbleibe mit freundlichen Grüßen.